So, und jetzt haben wir hier das Problem, dass ich nicht weiß, was hier abgeht. Einmal Wasser kommt runter, einmal springen. Wasser kommt runter, springen, springen, springen. Es gibt hier Zahlen, okay, bis 100. Bis 100. Bis 100, also 110 mal 10, okay. Was soll das jetzt bedeuten? Und warum ist hier ein Spiel? Und was liegt hier? Ein Lolli liegt hier, okay. Okay. Wie komme ich denn darauf? Und was um alles in der Welt ist das hier hinten? Okay, ich weiß es nicht. Schade, jetzt muss ich hier tatsächlich aufhören. Das Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe, dann ist der Schlüssel weg. Dann ist der Schlüssel komplett weg. Und dann darf ich das alles normal machen. An sich kein Problem, weil ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Eins steht hier. Wir haben hier blau, rot, grün, gelb. Schade. Schade, 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 schade. Ich soll zum UFO, hat er gesagt. Ich soll zum UFO gehen. Ich weiß aber nicht, was... War da draußen nicht ein UFO? Jetzt mal ehrlich. War da nicht ein UFO? Ehrlich jetzt? Ja. Ja, aber wir sind ja noch nicht fertig hier. Nee. Jetzt mal ganz ehrlich, da war doch ein UFO, oder nicht? Warte mal, ich laufe hier nochmal rum. Vorne, ich bin mir nicht sicher. Da ganz oben rauf komme ich auch nicht. Durch die Laseranlage bin ich durch. Da bin ich wieder rüber. Ich habe die vierte Person nicht gefunden. Schade. Da ist doch ein UFO. Oder ach, das ist das. Das ist doch ein UFO, ne? Ne, das ist ein Fischglas. Da ist die Erde. Das habe ich gelöst, das Problem hier. Aber hier war man nicht drin, oder? Das war der Greifarm. Richtig, da sind wir runter. Und da gibt es kein UFO. Jetzt passt mal auf, ich habe keine Lösung. Ich gehe jetzt mal raus. Ja, Missing Scientists. Wir brauchen einen vierten. Jetzt gehe ich hier nochmal raus. Was sagt denn der so? Okay, das bringt nichts. Schade. Ja, am dritten sind wir jetzt hängen geblieben. Müssen wir mal gucken, ob wir... Wir brauchen jetzt noch die Dame, ne? Missing Scientists. Die sprechen irgendwie von einem UFO. Ich bin hier nicht raufgekommen. Jetzt geh mal raus. Ich glaube, draußen war irgendwo ein UFO. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube ja. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich hoffe, dass ich jetzt hier einfach hupfen kann.
Ne, weil, wie gesagt, die drei Hammer, das würde ich auch wieder schaffen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Scheiße, nee, das funktioniert nicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt bin ich festgebackt. Das kann nicht wahr sein, oder? Wenn ich jetzt rausgehe, ist alles umsonst gewesen, meine Damen und Herren. Da schaut mal. Ja, hier sind die UFOs. Das war da mal. Ach Gott, der Arme. Der tut mir so leid. Ich mach mal hier. Da ist doch einer da. Vielleicht kommt jemand und rettet mich. Es kommt aber auch keiner. Naja, wo denn? Tja, Leute, das war's. Okay, dann war's das. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Euer Nils. Ciao.